Sie nahmen uns die Mutter, den Daumen, den Wagen auf das Haus. Und was man uns auch anzog, es passte ja, man zog es uns wieder aus. Es starb der Wolf, es fiel der Storch, es kam kein Weihnachtsmann. Sie nahmen uns die Luft, die man so schwer ersetzen kann. Wir zeigten gute Noten, sie nahmen uns den Stolz. Der Wald verschwand im Nebel und in Möbeln ohne Holz. Sie nahmen uns das Schreien, danach die Müdigkeit. Die Müdigkeit kam wieder, wir waren noch nicht so weit. Es gab kein Schoko mehr am Morgen, kein Fernsehen vor acht. Um alles, was wir hatten, hat man uns wiedergebracht. Sie nahmen uns den Ball weg, nur damit das Fenster blieb. Keine Tomatensoße mehr und zum Nachtisch kalter Krieg. Aber selbst der wurde zurückgezogen, er hätte uns verstört. Die Schallplatten zerbrachen noch bevor wir sie gehört. Wir hatten keinen Baum mehr, keine Hütte und kein Nest. Dann nahmen sie uns den Himmel und gaben uns Arrest. Wir wollten alle nicht mehr wachsen, wir blieben jahrelang stehen, nur um weiter in den heißgeliebten Turnschuhen rumzugehen. Wir waren zu alt, klug, um zu lieben, zu jung, um abzuhauen. Nichts war mehr da, nur im Supermarkt. Und wir fingen an zu klauen, was man uns vorenthielt. Kleine Fläschchen, Zigaretten, Milch im Tetrapack. Wir nahmen Dinge in den Mund, die fast undenkbar waren. Auch fuck und leck mich und geh kacken. Verpiss dich, du Geschwür. Ey, wer hackt mir die Finger ab, wenn ich die Schlampe nochmal berühr? Wir haben uns vollgestopft, aufgeplustert, am Abend noch entleert. Im Radio sang einer, Abschied ist ein scharfes Schwert. Man nahm uns Klassenfahrt und Freizeit, später auch den Sportverein. Alles vergeht, fängt an zu blühen und sagt am Ende wieder nein. Wie die Weiden sich verneigen oder der Wacholderstrauch, wie er sich biegt, als würde er zuhören. Und vielleicht tut er das ja auch. Jedenfalls brennt er nicht und spricht nicht, dazu sind wir auserkoren. Man sieht sich immer zweimal, wer das glaubt, hat schon verloren. Man nahm uns Klassenfahrt und Freizeit, später auch den Sportverein. Alles vergeht, fängt an zu blühen und sagt am Ende wieder nein. Wie die Weiden sich verneigen oder der Wacholderstrauch, wie er sich biegt, als würde er zuhören. Und vielleicht tut er das ja auch, jedenfalls brennt er nicht und spricht nicht. Dazu sind wir auserkoren. Man sieht sich immer zweimal, wer das glaubt, hat schon verloren.